Jetzt, wo die Katze namens HGLG aus dem Sack ist, finde ich es in mehrerer Hinsicht schwierig, die Siedler 5 Entwurfsreihe fortzusetzen. Aber es gibt auch ein paar Aspekte, die wir nicht in HGLG übertragen können, jedenfalls nicht so wie ursprünglich geplant, und Worldbuilding sowie Story gehören auch dazu. Zumindest das, was Siedler 3 und 4 an Vorgeschichte liefern, sowie die ganzen drei OCs der beiden Spiele, können wir nicht mitnehmen. Nun gibt es viele Leute, denen sowas in einem Strategiespiel nicht super wichtig ist, und manche würden vielleicht sogar sagen, ein solches Spiel wegen der Story zu spielen, wäre wie einen Erwachsenenfilm für seinen Plot zu schauen. Aber ich glaube, dass es sich durchaus lohnt, diese Mühe zu investieren, damit der Spieler eine Verbindung zur Welt und eben in unserem Fall seinen Siedlern aufbauen kann. Wesentlich höher geschätzte Spiele wie Sins of a Solar Empire habe ich zum Beispiel fast ausschließlich mit Mods wie Star Trek Armada 3 gespielt, weil das Spiel es mangels Kampagne und eher schwachem Intro nicht schaffte, dass mir die Völker irgendwas bedeuteten. Und selbst Supreme Commanders recht simple Story hat gereicht, um seine Fraktionen klar zu definieren, während sich die gleichen Kämpfe beim geistigen Nachfolger Planetary Annihilation belanglos anfühlten, weil es eben gesichtslose Roboter gegen gesichtslose Roboter in irgendeinem generischen Planetensystem waren. Davon, dass die Völker aus dem neuesten Siedler unter anderem aus dem gleichen Grund versagen, ganz zu schweigen. Ich habe schon mal über den groben Zustand der Welt nach Siedler 4 gesprochen, aber ich fasse nochmal kurz zusammen. Die Römer haben den Wettstreit in Siedler 3 gewonnen, wodurch die Ägypter und Chinesen die Unterstützung ihrer beiden mächtigsten Götter verloren. Deshalb haben sich die Chinesen isoliert und Ägypten wurde etwas später zu einer römischen Provinz. Beide hatten begrenzten Kontakt mit dem dunklen Volk, welches aber inzwischen nahezu ausgerottet und seit Jahrzehnten von keinem lebenden Siedler mehr gesehen wurde. Troja wurde irgendwann von den Römern zerstört, einer Gruppe trojanischer Flüchtlinge gelang aber die Flucht. Diese Gruppe ist nach einer Odyssee, die unter anderem durch mehrere alte Portale führte, an einem unbekannten Ort gelandet, um Troja dort wieder aufzubauen. Seitdem dürften ein paar Jahrzehnte vergangen sein und vielleicht 100 Jahre seit dem Ende des Zweiten Krieges gegen das dunkle Volk. Für die Siedler eine relativ friedliche Zeit, aber die Götter sind in Aufruhr, weil er festgestellt hat, dass sich die Menschen zunehmend von ihren Göttern distanzieren. Mit der Implikation, dass Götter, die nicht mehr aktiv verehrt werden, irgendwann auch schlicht aufhören zu existieren. Es gibt also einen direkten Aufruf an die Götter, sich wieder aktiver in die Geschicke ihrer Völker einzumischen, um nicht überflüssig zu werden. Zu diesem Zweck werden auch Horus und Chiyu von ihrer Strafe entbunden. Passende Gelegenheiten werden sich für die Götter bald bieten, da dunkle Mächte auf dem Vormarsch sind und, zur großen Sorge der Götter, sich das größte Wartespiel der Welt seinem Ende neigt. Auf Nachfrage bestätigt er, dass sie zurückkehren werden und er keinen Finger rühren wird, um dies zu unterbinden. Ein kurzer Disclaimer, bevor ich die Kampagnen-Stories durchgehe: Das meiste hiervon war praktisch der erste Entwurf der groben Storybeats, weit entfernt von einer endgültigen Fassung. So weit kam ich am Ende nie. Es gibt daher abgesehen von einer Ausnahme praktisch keine klar definierten Protagonisten für die einzelnen Völker und der Plot ist unter Umständen noch nicht 100% schlüssig. Die Römerkampagne ist zum Beispiel noch recht undefiniert und hier hatte mich der ursprüngliche Plan, mit Römern, Mayas und Chinesen anzufangen, ziemlich eingeschränkt. Diese drei Völker sind geografisch ziemlich isoliert voneinander, es gibt ja also wenig offensichtliches Konfliktpotenzial. Die Römerkampagne hätte natürlich im Zweifel größtenteils ein glorifiziertes Tutorial sein können, aber zumindest zum Schluss hätte sie als Prolog fungieren sollen. Ein Gegenpart zur Drei-Völker-Kampagne aus S4 wäre auch denkbar. Ein möglicherweise interessanterer Plot hätte aber ein nicht genehmigter Feldzug nach Amerika gegen die Maya sein können, währenddem wir unseren römischen Protagonisten hätten einführen können. Dieser würde vielleicht erkennen, dass der Feldzug zum Scheitern verurteilt ist und müsste einen Weg finden, das Kommando über die Truppen zu übernehmen und einen geordneten Rückzug zu organisieren, um möglichst viele seiner Kameraden vor einem sinnlosen Tod zu bewahren. Unter Umständen gäbe es hier auch die erste Begegnung mit dem Protagonisten der Maya. Die Chinesen sind in der Zwischenzeit nicht untätig. Einem ihrer Erfinder gelingt es mithilfe alter Baupläne eines verlorenen Volkes, Wetter- bzw. Klimakontrolltechnologie wieder zu entdecken. Da nun aber auch Xiu wieder sein Unwesen treibt, spaltet diese Entdeckung das chinesische Volk. Befürworter dieser Technologie, die Xiu und die anderen Götter im besten Fall als unverlässig und im schlimmsten Fall als Bedrohung sehen, und Gegner, die den Zorn eben dieser Götter befürchten, wenn sie nicht aktiv gegen solche ketzerischen Technologien vorgehen. Wir haben also ein Bürgerkriegsszenario, wobei das vermutlich etwas stark auf Mirror Matches konzentriert wäre. Vielleicht versuchen ja beide Seiten, Verbündete in den Konflikt mit reinzuziehen. Unabhängig vom genauen Ausgang des Konflikts würde sich eine Gruppe um besagten Erfinder auf dem Weg an einen Ort machen, wo das volle Potenzial dieser Technologie ein für alle Mal bewiesen werden könnte. Die Maya-Kampagne wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt gewesen, um eine Siedler-Version von Relikten einzuführen. Aber auch ohne ein solches Gameplay-Feature hätte die Geschichte vermutlich funktioniert. In S4 waren die Mayas ja gerne mal auf Schatzsuche und diese Kampagne wäre die Geschichte ihrer letzten solchen Reise gewesen. Hier habe ich tatsächlich eine relativ klare Vorstellung zum Anfang und zum Ende. Das erste, was uns gezeigt werden sollte, wäre die Statue eines Mannes aus purem Gold. Ein junger Maya-Prinz, der die Statue sieht, fragt, wen diese Statue ehrt, worauf er die Antwort erhält, dass die Statue keine Ehrung, sondern eine Mahnung ist. Eine Mahnung vor den Tücken ungezügelter Gier. Sein Mentor erzählt ihm dann, wie die Mayas von der Legende um die Schatztruhe des Midas erfuhren und beschlossen, diese zu suchen. Ich habe mir hier ein paar Freiheiten mit der Legende um König Midas erlaubt.
Das mit der goldenen Berührung hatte er selbst in die Welt gesetzt, aber eigentlich war er in einem Versuch, schlauer als die Götter zu sein, von seinem ursprünglichen Wunsch abgewichen und hatte sich stattdessen eine Truhe geben lassen, die, sobald sie geschlossen wird, alles, was sich darin befindet, in pures Gold verwandelt. Während ihrer Suche erfahren die Maia zunehmend mehr Details. Midas Tochter war irgendwie in dieser Truhe gelandet und zu Gold erstarrt, wie in der Legende, die wir kennen. Das führte dazu, dass Midas erkannte, wie gefährlich die Macht, die er sich gewünscht hatte, wirklich war, sodass er sie letztendlich versteckte. Während der Suche werden die Maia-Protagonisten zunehmend uneinig. Das gipfelt darin, dass einer von ihnen die anderen hintergeht und versucht, die Truhe für sich zu beanspruchen. Im daraus resultierenden Gefecht landet genau dieser Mann in der Truhe und während er zu Gold wird, kehren wir zurück zum Anfang, wo deutlich wird, dass er die Statue ist. Der Prinz fragt, ob das bedeutet, dass die Statue lebt, was der Mentor nicht eindeutig beantworten kann. Aber wir erfahren, dass auch die Maias die Gefahr dieser Truhe nach diesem Gefecht erkannten und das Geheimnis um sie nun selbst hüten. Wir erfahren außerdem, dass der Prinz der Maya-Protagonist aus der Römer-Kampagne ist, was die Maya-Kampagne zu einem Prequel für alle anderen macht. Nach diesem doch recht heftigen Schicksal wenden wir uns den Wikingern zu. Als Protagonist könnte ich mir den jüngsten Sohn eines Wikinger-Oberhaupts vorstellen. Dieser wird von seinem Vater und älteren Brüdern überschattet, aber nun steht die erste Expedition unter seinem Kommando an, der er sich aber nicht gewachsen fühlt. Während eines Spaziergangs oder vielleicht einer kleinen Pilgerreise kommt er mit einem einäugigen Wanderer ins Gespräch. Wer vertraut mit der nordischen Mythologie ist, weiß natürlich sofort, wer dieser Wanderer wirklich ist. Der Wanderer erzählt ihm von einem Land, dessen Besiedlung und Zähmung ein größerer Test als alle Errungenschaften seiner Familie wäre. Als es soweit ist, führt uns die erste Expedition unseres Protagonisten also in unbekanntes Gebiet. Genauer gesagt eine Aschlandinsel, wie wir sie bereits aus Siedler 2 kennen. Das Aschland ist ein Aspekt aus Siedler 2, den ich gerne mit interessanterer Umsetzung wiedersehen würde. Ich sehe aber keinen Platz in einem regulären Biomsystem dafür, solche Gebiete werden also immer gezielt per Editor geschaffen. Trotz ihrer wenig einladenden Erscheinung erweist sich die Insel dank Vulkanasche als sehr fruchtbar und ebenso als reich an Bodenschätzen. Problematisch ist vielmehr der Mangel an frischem Trinkwasser für Ackerbau und Viehzucht. Der Spieler hätte hier mehrere Möglichkeiten, die Insel bewohnbar zu machen. Per Magie könnten die Wikinger Obsidian in Schnee verwandeln, den Schneesammler dann sammeln und schmelzen könnten. Aber eine Alternative drängt sich auf, als die Wikinger entdecken, dass auch eine Gruppe Chinesen, die am Ende ihrer Kampagne aufgebrochen sind, auf der Insel gelandet ist und dort ihre Wettertechnologie aufbaut, um die Insel damit bewohnbar zu machen. Hier gibt es einige mögliche Enden, wobei natürlich fraglich ist, inwieweit die späteren Kampagnen das berücksichtigen können. Die Wikinger können bei ihrer magiebasierten Lösung bleiben, die Chinesen überfallen und die Wettertechnologie stehlen, oder es könnte zu einer friedlichen Zusammenarbeit kommen, sodass beide Völker die Insel gemeinsam bewohnen und die Wikinger dabei die Geheimnisse der Wettermanipulation erlernen. In jedem Fall wird die Insel aber in ein kleines Paradies verwandelt. In der Ägypter-Kampagne wird es etwas kompliziert, denn hier haben wir gleich drei Handlungsstränge. Zum einen eine Rückblende auf die Zeit nach Horus Niederlage, nach der eine sehr angepisste Sachmet die Führung übernimmt und das ägyptische Volk für sein Versagen im Wettstreit bestrafen will, bis die Ägypter sie durch Opfergaben milde stimmen. Als Horus zurückkehrt, befinden sich die Ägypter inzwischen in einem Krieg, um ihre Unabhängigkeit von Rom zurückzugewinnen. Erst als Sachmet erfährt, was er prophezeit hat, wird beiden klar, dass sie zweigleisig fahren müssen. Horus kümmert sich nun um den Krieg gegen die Römer, während Sachmet, als ihr Gegenstück Bastet, eine Gruppe Ägypter abziehen will, um sie auf die Rückkehr vorzubereiten. Dazu trägt sie ihnen auf, eine vergessene Pyramide wiederzufinden. Eine, die besonders ist, weil sie nicht gebaut wurde, um Eindringlinge fernzuhalten, sondern um etwas einzuschließen. Letztendlich finden die Ägypter unter der Führung ihres Protagonisten die Pyramide und dringen in ihre Hauptkammer ein, wo sie ein beschädigtes Weltenportal vorfinden. Dieser Fund versetzt die anwesenden Ägypter in nackte Panik und auf die Nachfrage des ägyptischen Protagonisten bestätigt Bastet, dass die Geschichten wahr sind und das ägyptische Volk sich auf einen weiteren Konflikt vorbereiten muss. Das ist der Punkt, wo die bisherigen Handlungsstränge beginnen, in eine übergreifende Geschichte zusammenzulaufen. Inzwischen sollte ich auch genug Hinweise über das ominöse neue Volk eingestreut haben, dass es möglich ist, ihre Identität zu erraten. Ihr könnt gerne in den Kommentaren euren Tipp abgeben. Natürlich ohne zu schummeln. Aufgelöst wird aber erst im zweiten Teil dieses Videos. Begeben wir uns nun in dunklere Gefilde, genauer gesagt in einen der letzten verbliebenen dunklen Tempel. Dort finden wir das dunkle Volk mitten in einem aufwendigen Prozess vor. An dessen Ende tritt ein neuer Krieger aus einem Brutkasten, wie wir ihn auch in Siedler 4 schon sehen durften. Als dieser Krieger auf seine versammelten Kameraden zugeht, knien sie gemeinsam vor ihm nieder. Wir sind gerade Zeugen der Geburt des neuen Anführers des dunklen Volks geworden, ein Wesen, das nur als der Vorbote oder Harbinger bezeichnet wird. Harbinger ist ein künstlich geschaffener Götze, der alles sein soll, was Morbus nicht war. Hartnäckig, verschlagen und mächtig genug, um auch persönlich eine Bedrohung zu sein. Die Bezeichnung Übermensch passt hier sehr gut. Während der übliche TV-Krieger allein kein Gegner für einen kampferfahrenen menschlichen Soldaten ist, ist Harbinger stärker, widerstandsfähiger und potenziell ebenso wie die Schamanen mit magischen Fähigkeiten ausgestattet. Er kann sich also mühelos mehreren unserer menschlichen Protagonisten gleichzeitig in einem direkten Kampf stellen.
Und während Morbus das dunkle Volk nur zum Eigennutz erschuf, ist Harbinger fest entschlossen, seinem Volk eine dauerhafte, sichere Heimat zu geben, in der sie sich nicht vor den menschlichen Völkern verbergen müssen. Der Name des Charakters stammt übrigens aus einer nicht umgesetzten Idee für eine Fortsetzung zu Dark Mirror, in der die Trojaner die übrigen Völker hätten befreien müssen. Ich betrachte ihn auch als den Spielercharakter in Dark Mirror selbst, auch wenn er dort nie mit einem Namen angesprochen wird. Harbinger ist die eine Heldeneinheit, die auf jeden Fall mehr oder weniger fest in die Spielweise ihres Volks integriert werden müsste. Unter Harbingers Führung führt das dunkle Volk eine brutale Kampagne gegen die bisher etablierten Völker durch, deren Armeen in vielen Fällen aufgrund der anderen Konflikte nicht schnell genug reagieren können, um der Ausbreitung des dunklen Volks Einhalt zu gebieten. Diese Kampagne sollte natürlich ebenso wie die der anderen Völker spielbar sein und dürfte gerne eine Art Powertrip für den Spieler darstellen. Die Kampagne endet mit dem Bau eines dunklen Turms, der das Schattenkraut auf der Karte unaufhaltsam verbreitet. Außerdem haschen wir einen Blick in die Katakomben eines dunklen Tempels, wo wir eine kleine Armee aus schlafenden Harbinger-Klonen vorfinden. Unser nächster Halt ist ein Garten, genauer gesagt der, den Morbus am Ende des Trojaner-Add-ons angelegt hat, wo er von Conqueror besucht wird. Morbus ist zunächst etwas feindselig und warnt Conqueror mit Verweis auf den Garten, lieber zu gehen, falls sie vorhat, Ärger zu machen. Conqueror lässt sich natürlich nicht einschüchtern. Morbus stellt einige Fragen zu Conqueror's Rolle in den Ereignissen des Siedler-Comics sowie Siedler 4 einschließlich des Trojaner-Add-ons. Zugegebenermaßen muss ich hier ein wenig Retconning betreiben, damit Conqueror's Handeln in Siedler 4 zu ihrer Charakterisierung in Siedler 3 passt. Morbus folgert korrekterweise, dass Conqueror ihn auf seinen Befehl befreit hat und sie bestätigt auch, dass sie ihn subtil auf die Fährte des Elixiers der Macht brachte. Es war von vornherein der Plan, dass Morbus das Elixier bekommt, aber nicht bevor die letzte Zutat dank der Trojaner manipuliert werden konnte. Wichtig ist für diese Szene, dass Morbus kränklich wirkt, was auch Conqueror nicht entgeht, sie aber überrascht, da Morbus trotz allem weiterhin unsterblich ist. Morbus weicht der Frage aus und bohrt nach dem Grund für den Besuch. Er will, dass Morbus endlich die Verantwortung für sein Handeln übernimmt. Morbus merkt an, dass er seinen Garten seit Jahrzehnten kaum verlassen hat. Conqueror verweist auf die Rückkehr des dunklen Volks und beteuert, dass Morbus als ihr Schöpfer ihr erneutes Erstarken gespürt haben muss, auch wenn er keine Kontrolle mehr über sie hat. Morbus weigert sich etwas zu unternehmen und stellt klar, dass sie nicht in die Nähe seines Gartens kommen werden, wenn sie schlau sind. Als Conqueror diese Annahme herausfordert, beschwört er einen Schattenkrautsamen und macht deutlich, dass er jederzeit wieder die Führung über sein Volk hätte übernehmen können, wenn er gewollt hätte, und dass er kein Interesse daran hat, ein drittes Mal eine Schachfigur in seinem Spiel zu sein, so wie es auch die Menschen sind. Conqueror unterstreicht, dass Morbus Verantwortung und nicht die Führung übernehmen soll, bleibt Morbus aber bewusst die Antwort schuldig, was das bedeuten soll. Morbus gesteht, dass er nicht mal das Unkraut in seinem Garten vernichten kann und dass er seine Schöpfung ebenfalls nicht zerstören wird. Als Conqueror ihn verlässt, zermalmt Morbus den beschworenen Samen wieder, dreht sich zur Kamera und betont, dass er nicht wieder zu dir werden wird. Die Kamera dreht sich um zu zeigen, dass Morbus in einen Spiegel sieht. Sein Spiegelbild sieht aber aus wie sein Siedler 4 Design und sieht ihn bedrohlich an. Durch den Einsatz des Elixiers der Macht hat sich Morbus' Persönlichkeit gespalten und seitdem ringt er mit seinem früheren Ich. Oh, und by the way, Bloomy hier retconne ich sowas von raus. Dieses Vieh und seine Beziehung zu Morbus am Ende des Trojaner-Addons ist etwas zu schräg. Außerdem hat sie zu wenig Friendliness-Pellets. Wir folgen Conqueror zu einem weiteren Gespräch mit ihm, der nicht überrascht über Morbus' Verhalten ist. Um zu verhindern, dass das dunkle Volk zu lange ungehindert agiert, befiehlt er Conqueror, die Amazonenbewegung wiederzubeleben. Das führt uns in die Amazonenkampagne, in der die Frauen der bedrohten Völker lernen, sich in der Abwesenheit ihrer Männer selbst vor dem dunklen Volk zu schützen. Für die Amazonen dürfte es sinnvoll sein, wenn es gleich zwei Protagonistinnen gäbe, potenziell Zwillinge. Ein anderes Detail wäre, dass sich die Amazonen in diesem Fall aus den Frauen verschiedener Völker rekrutieren und daher auch ethnisch etwas diverser sind als bisher. Die Amazonen dämmen die Expansion des dunklen Volks erfolgreich ein, wobei sie durchaus Hilfe durch die Wikinger und potenziell auch die Trojaner bekommen könnten, mit Verweis auf die Beteiligung einer Gruppe Amazonen im Trojanischen Krieg, wobei die Trojaner etwas verärgert anmerken könnten, dass sie den Krieg trotzdem verloren haben. Während des letzten Kampfes wird entweder der in der vorherigen Kampagne gebaute dunkle Turm zerstört oder der Bau eines zweiten verhindert. Dabei treffen die Zwillinge auch auf Harbinger, der eine der beiden tödlich verwundet. Die andere kriegt dadurch dann ein ausreichend starkes Blut-Upgrade, das sie Harbinger überwältigen und ihrerseits tödlich verletzen kann. Harbinger zeigt sich beeindruckt, aber letztendlich unbesorgt. Mit den Worten, ihr kommt zu spät, ich bin schon überall, löst sich sein Körper auf. Anders als die Amazonen erfahren wir aber, dass Harbinger in einem der Körper, die uns zuvor gezeigt wurden, wiedergeboren wird. Die Klone waren keine Elite-Armee, sondern Ersatzkörper, und mit Hilfe der implizierten Schwarmintelligenz des dunklen Volks kann Harbinger sein Bewusstsein nun bei Bedarf in einen solchen Ersatzkörper transferieren. Ihn zu töten genügt also nicht mehr. Die Trojaner-Kampagne wird wieder etwas ruhiger. Hier hätte man aber noch festlegen müssen, wo sich Neu-Troja genau befindet. Die Trojaner sind aber nun darauf bedacht, sich aus den Konflikten der übrigen Völker herauszuhalten und nutzen ihr diplomatisches Geschick, um sich mit den meisten Völkern gutzustellen.
Eine Notwendigkeit, um einen Stadtstaat vor den Ambitionen größerer Imperien wie dem Römischen Reich zu schützen. Aber auch die Trojaner können die Bedrohung durch das dunkle Volk nicht ignorieren. Ihr Thema wäre vermutlich vielmehr gewesen, neue Allianzen zu schmieden, die anderen Völker durch Warenlieferungen im Kampf gegen das dunkle Volk zu unterstützen und vielleicht auch zu versuchen, den Konflikt zwischen den Römern und Ägyptern zu schlichten. Diese Kampagne endet mit einem Ereignis, das sich an gleich mehreren Orten in der Welt wiederholt und die Aufmerksamkeit der Trojaner, Ägypter und des dunklen Volks sowie potenziell der Römer erregt. Möglichkeiten wären Erdbeben oder helle Lichtblitze gefolgt von einem dumpfen Knall. Die Kampagne endet mit den Worten: Sie sind hier. Damit ist die Bühne frei für das, was das letzte der von vornherein geplanten Add-ons gewesen wäre. Der Aufstieg Atlantis. Ich bekomme den kompletten Prozess nicht mehr zusammen, aber als mir klar wurde, dass ich die Amazonen gerne als rein magiebasiertes Volk hätte, war ein rein forschungsbasiertes Volk als Gegenpart der nächste logische Schritt. Für solche Extreme bieten sich meiner Meinung nach aber nur die legendären Völker an. Die Trojaner wurden in S4 zwar durchaus als technisch fortschrittlich dargestellt, immerhin war ihr Designer ein studierter Maschinenbauingenieur, hatten aber auch starke magische Aspekte, nicht zuletzt den berühmten Mana-Aufbau. Da die Trojaner auch mehr halblegendär sind, haben sie unter den legendären Völkern die Sonderstellung, dass sie als einzige sowohl Magie als auch Forschung besitzen. Für die Rolle des reinen Forschungsvolks blieb dann eigentlich nur noch der Kandidat, der dann auch das neue Volk wurde: die Atlantiden. Und ehrlich gesagt finde ich, dass sich die Atlantiden ziemlich gut in das bestehende Siedler-Worldbuilding einfügen. Die Idee ist, dass sie in der fernen Vergangenheit weite Teile der Siedlerwelt beherrschten, darunter große Teile Europas, der Amerikas sowie Ägypten. Letztere haben noch viele Geschichten über sie, weshalb eine gewisse Furcht vor den Atlantiden in ihrem kulturellen Gedächtnis blieb. Irgendwann wandten sie sich aber von den Göttern ab, eigene Priester fehlen ihnen also. Besonders ist an den Atlantiden aber auch, dass sie einige Möglichkeiten besaßen, um sich vor der Magie der anderen Völker und damit auch den Göttern zu schützen. Ebenso sind sie die Schöpfer der von den Chinesen wiederentdeckten Wettertechnologie und die Erbauer der Weltenportale, die ihre früheren Provinzen miteinander verbanden. Wohlgemerkt aber nicht Atlantis selbst, da die Angst bestand, dass die Hauptstadt damit zu angreifbar würde, wenn eine der Provinzen rebelliert. Diese Vorsicht wurde den Atlantiden letztendlich zum Verhängnis, als einige Götter, allen voran Poseidon, der wachsenden Arroganz der Atlantiden müde wurden und ihnen ein Ultimatum zur Unterwerfung stellten. Die Atlantiden weigerten sich und die Stadt wurde zur Strafe versenkt. Das atlantidische Volk überlebte zwar, da die Götter ihre Unterwerfung und nicht ihren Tod wollten, war aber lange Zeit vom Rest der Welt isoliert und gezwungen, sich an neue Lebensbedingungen anzupassen. Mit dem Verlust seiner Hauptstadt kollabierte das Atlantische Reich, dessen Provinzen, angeführt von den späteren Athenern, das Chaos nutzten, um offen zu rebellieren. Die Atlantiden verschwanden mit der Zeit weitgehend aus den kollektiven Erinnerungen der Welt, sodass nur Legenden blieben. Die Atlantiden haben es aber nun geschafft, ein neues Portal zu bauen, mit dem sie einzelne Gruppen aus Atlantis evakuieren können. Allerdings ist es eine Reise ohne Wiederkehr, wenn es diesen Gruppen nicht gelingt, eine funktionierende Kolonie und ein Rückkehrportal zu errichten. Der Plot bewegt sich nun in seine heißeste Phase, aber ich fände es ungünstig, die Atlantiden einzuführen, ohne ihnen eine eigene Kampagne zu widmen, in der der Spieler sie kennenlernen kann. Eine weitere Prequel-Kampagne, die den Aufstieg und Fall des Atlantischen Reiches zeigt, hätte sicher Potenzial, viel wichtiger finde ich aber die Pläne der Atlantiden in der Gegenwart. Mindestens 3, vielleicht auch 4 atlantidische Gruppen haben den Schritt durch das Portal gewagt und sind an ihnen unbekannten Orten aufgetaucht. Eine Gruppe befindet sich in der Nähe der Ägypter wieder, die ihnen proaktiv den Krieg erklären. Eine weitere landet in einem Gebiet in der Nähe von Neu-Troja. Nach ein paar anfänglichen Schwierigkeiten erwerben aber die Trojaner den Respekt der Atlantiden, die den Stadtstaat ihrerseits nicht als Hindernis für ein etwaiges neues Weltreich betrachten. Die dritte Gruppe verschlägt es in ein Gebiet gefährlich nah an den jüngsten Auswüchsen des dunklen Volks. Hier spielt einiges an Storytelling durchs Gameplay mit rein, denn da die Fähigkeiten der Atlantiden auch die magischen Fähigkeiten von Schamanen und die Ausbreitung des Schattenkrauts unterdrücken können, fällt es ihnen leicht, die Ausbreitung des dunklen Volks einzudämmen. Da ihnen aber umgekehrt eigene Magie und damit auch so tolle Dinge wie der Tempeltrick fehlen, haben sie es schwerer, wenn es darum geht, das verseuchte Land wiederzubeleben. Alle drei Gruppen arbeiten auf dem Bau eines neuen Portals hin, welches in-game auch als Monument der Atlantiden fungieren könnte. Diese Portale erlauben ihnen, sich gegenseitig zu unterstützen und Atlantis weiter zu entlasten. Die etwaige vierte Gruppe landet in der Nähe einer römischen Provinz, nimmt sich aber in ihrer Arroganz vielleicht zu viel vor und gerät in römische Gefangenschaft. Die letzte Kampagne würde mehr oder weniger wild durch alle Völker wechseln, während die Welt nun in einem Drei-Parteien-Konflikt zwischen dem dunklen Volk, den Atlantiden und den übrigen Völkern zu versinken beginnt. Harbinger beweist sich hier erneut, indem er jede Schwäche in den Bündnissen seiner Gegner, insbesondere zwischen den Römern und Ägyptern, mit Hilfe der neuen Tricks des dunklen Volks ausnutzt. Die Atlantiden stellen für die übrigen Parteien ein unberechenbares neues Element dar, insbesondere weil sie nicht gerade verheimlichen, dass sie vorhaben, das zurückzufordern, was einst ihnen gehörte. Zusätzliche Sorge kommt auf, als bekannt wird, dass Morbus aus seinem Garten verschwunden ist. Letztendlich sind es die Trojaner, die Gesandte der menschlichen Völker nach Neu-Troja rufen, um eine gemeinsame Front gegen das dunkle Volk zu bilden.
Die Atlantiden erweisen sich aber als wenig kompromissbereit, da ihnen das volle Ausmaß der Bedrohung nicht bewusst ist und sie noch dazu nicht bereit sind, ihr Wissen über die Unterdrückung von Magie zu teilen. Die Verhandlungen drohen trotz aller Bemühungen der Trojaner zu scheitern, bis plötzlich Morbus auftaucht. Das führt fast zu einer weiteren Eskalation, da die Atlantiden ebenfalls in der Vergangenheit mit Morbus interagiert haben und ihm deshalb noch weniger trauen als den anderen Göttern. Morbus lässt sich aber nicht einschüchtern und erklärt, dass Harbinger der Schlüssel ist, um den Konflikt mit dem dunklen Volk beenden zu können. Solange er nicht neutralisiert ist, kann es keinen Frieden geben. Morbus bietet an, Harbinger persönlich zu konfrontieren, wenn es den Menschen gelingt, ihn hervorzulocken. Er stellt außerdem in Aussicht, dass es sich für die Atlantiden lohnen wird, wenn sie helfen. Der Plan wird durchgeführt, was zur Konfrontation zwischen Harbinger und Morbus führt, den Harbinger spöttisch als seinen Vater bezeichnet. Harbinger erkennt, dass Morbus nicht vorhat, sich seiner Schöpfung anzuschließen und macht deutlich, dass das dunkle Volk nun sein eigenes Schicksal bestimmt. Morbus bietet ihm dennoch an, den Krieg zu beenden, was Harbinger aber ablehnt. Erst jetzt geht Morbus in die Offensive und setzt Ranken gegen Harbinger ein, der sich aber schnell anpasst und Morbus zum Schock der menschlichen Helden übel zuzurichten scheint. Während Harbinger seine Überlegenheit auskostet, fasst Morbus ihm plötzlich ins Gesicht und scheint ihm große Schmerzen zuzufügen. Wir sehen, wie Morbus über Harbingers Verstand in die Schwarmintelligenz des dunklen Volks eindringt. An verschiedenen Orten bleiben einzelne Dunkelkrieger stehen, beginnen sich in eher pflanzenartige Wesen zu verwandeln und greifen ihre früheren Kameraden an. Es dauert eine Weile, bis Harbinger die Verbindung abbrechen kann und die Frage stellt, was Morbus getan hat. Dieser gibt die knappe Antwort, dass er sich geheilt hat. In den nächsten Momenten wird deutlich, dass sich Morbus' Erscheinungsbild erneut verändert. Er sieht zwar weiterhin aus wie ein Mann mittleren Alters, aber erkennbar gesünder als zuvor. Harbinger erkennt, dass Morbus den bösartigen Teil seiner Persönlichkeit in ihn übertragen hat und zieht sich zunächst zurück. Da das dunkle Volk ebenfalls dezimiert wurde, ist nun Zeit für die Menschen, sich neu zu formieren. Morbus besteht aber darauf, nun sein Versprechen an die Atlantiden einzulösen und bringt die Helden auf eine magische Plattform im offenen Meer. Dort befiehlt er Poseidon, die Stadt Atlantis wieder freizugeben. Poseidon weigert sich zunächst, aber an diesem Punkt interveniert auch er und zwingt Poseidon dazu, angesichts der Rückkehr der Atlantiden seine Niederlage einzugestehen. Atlantis steigt wieder an die Oberfläche. Wenn ihr die Pilotfolge von Stargate Atlantis gesehen habt, wisst ihr, was ich mir vorstelle. Und Morbus wird gestattet, ins Pantheon zurückzukehren. Der Titel der Erweiterung ist also kein leeres Versprechen, anders als die der offiziellen Siedler-Add-ons. Bevor er die Welt der Menschen verlässt, erinnert Morbus die Helden daran, dass Harbinger der Schlüssel zu einem möglichen Frieden mit dem dunklen Volk ist und dass sie alles besitzen, was nötig ist, um ihn zu neutralisieren. Beim letzten Teil des Satzes wirft er dem Anführer der Maia einen wissenden Blick zu. Während die Menschen darüber nachdenken, wie sie ein scheinbar unsterbliches Monster wie Harbinger bezwingen sollen, das jetzt potenziell göttliche Eigenschaften von Morbus übernommen hat, ist Harbinger ebenfalls beschäftigt. Nachdem er etwas mit dem Fragment von Morbus Seele, das jetzt ein Teil von ihm ist, ringt und sich als stärker erweist, befiehlt Harbinger die Hinrichtung aller dunklen Krieger sowie Harbinger-Klone, die in irgendeiner Weise von Morbus berührt wurden. So dezimiert sich das dunkle Volk aufgrund von Harbingers Sorge über eine Kontaminierung zusätzlich. Dies entgeht auch den Menschen nicht und letztendlich erkennt der Anführer der Maia, dass Morbus die Schatztruhe des Midas meinte. Damit ließe sich potenziell ein ähnlicher Effekt wie nach dem ersten Krieg gegen das dunkle Volk erreichen, an dessen Ende Morbus versteinert wurde. Nachdem die Truhe hergebracht wurde, führen die Helden gemeinsam eine Situation herbei, in der sich Harbinger ihnen allen stellen muss und schaffen es, ihn in die Truhe zu befördern, ohne dass er vorher den Körper wechseln kann. Das dunkle Volk stellt daraufhin die Kampfhandlungen ein. Einer der Krieger in der Nähe wirft den Helden symbolisch seine Waffe vor die Füße und zieht sich zurück. Da die Menschen aber nicht wissen, ob sie die entstandene Statue zerstören können, ohne Harbingers Verstand damit zu befreien, wird dessen Verwahrung entweder den Trojanern oder Atlantiden anvertraut. Das lässt die Frage nach dem Verbleib der Schatztruhe des Midas offen, deren Besitz die Maia nun enthüllen mussten. Eine Möglichkeit wäre, dass sie die Gelegenheit nutzen, um die Truhe den Göttern zurückzugeben, um einen Konflikt zu verhindern. Alternativ könnte man aber auch sagen, dass sich die Maia damit als dieser Verantwortung würdig erwiesen haben und ihr Besitz der Truhe nun unter göttlichem Schutz steht. Was das Schicksal des dunklen Volkes angeht, besteht nun die Hoffnung, dass es seinen Platz unter den Völkern finden wird. Aber falls nicht, wird es immer daran erinnern, dass es Zeiten geben wird, wo die menschlichen Völker nur gemeinsam überleben können. Wie gesagt, das hier war so ziemlich der erste Entwurf ohne tieferen Feinschliff. Ich bin mir nicht sicher, ob die Atlantiden genug Zeit für sich bekommen, bevor sie mithelfen müssen, die Welt zu retten, wobei die Prequel-Kampagne das abfedern könnte. Die zwei Endkämpfe gegen Harbinger könnten auch etwas antiklimaktisch sein, und während ich das so zusammenfasse, habe ich das Gefühl, dass Harbinger zum Ende hin, wenn auch aufgrund von Verzweiflung, einige IQ-Punkte einbüßt, nachdem ich ihn zuvor bewusst als sehr fähigen Strategen darstellen wollte. Mir war aber wichtig, dass die Storyline nicht mit der Vernichtung des dunklen Volks endet. Da ich es gerne in einer wesentlich interessanter zu spielenden Form hätte wiedersehen wollen, müsste ein Siedler 6 sonst wieder einen Weg finden, das dunkle Volk zurückzubringen, wenn es nicht darauf verzichten will. Und dann ist da noch die Tatsache, dass außer Harbinger keiner der Helden einen Namen, geschweige denn eine richtig definierte Persönlichkeit hat.
Das war dann doch etwas viel für mich allein. Nach dieser Story wäre der Himmel die Grenze gewesen. Ich hatte den Gedanken, dass es noch weitere Völker gegeben haben könnte, deren Götter mit der Art, wie die Atlantiden behandelt wurden, nicht einverstanden waren und die deshalb von ihren Göttern aus dem Spiel der Götter entfernt wurden, um sie vor solchen Übergriffen zu schützen. Nachdem sich herausstellt, dass er nicht wie ursprünglich gedacht sehenden Auges die Vernichtung der Atlantiden durch ein paar wütende Götter zugelassen hat, könnten diese Götter und ihre Völker zurückkehren. Ich denke, dass das Finale auch das Potenzial für einen Bürgerkrieg innerhalb des dunklen Volks hinterlässt, aus dem sich ein paar interessante Allianzen mit anderen Völkern bilden könnten. Aber das fällt dann wohl in die Kategorie Fanfiction zu Fanfiction. Jedenfalls war das die Geschichte, die wir nie werden erzählen können. Was und wie viel davon seinen Weg in HGLG finden wird, steht noch völlig in den Sternen.